Ja, zu dem kommen wir gleich. Aber manch einer sieht vielleicht noch den Tabellenvierten Jena in der Verlosung. Heute hatte Carl Zeiss den ersten FC Union Berlin 2 zu Gast. Die meisten wissen es natürlich. Das Stadion liegt direkt am ICE-Bahnhof Jena Paradies. Und das sorgt oft für seltsame Vergleiche. Aktuell gültig. Der sportliche Zustand ist alles andere als paradiesisch. Aber sie lassen sich immer wieder nette Aktionen einfallen in Jena. Heute, am Frauentag, hatten alle weiblichen Besucher, Achtung, freien Eintritt ins Paradies. Wer will da nicht dabei sein? Also Florian Weichert, wie hoch war denn nun die Frauenquote im Paradies? Es sind offensichtlich gar nicht so wenige, die diese Chance genutzt haben, heute mal den FC Carl Zeiss Jena für lau zu sehen. Die Gastgeber haben dafür ihren besten Anzug rausgeholt, spielen ganz in Weiß, so wie Maximilian Wolfram, gerade 18 geworden, verlängerte Jena dieser Tage gerade seinen Vertrag bis 2017. Ein Spieler, der unter Ulutsch aus der eigenen Jugend hochgezogen wurde. Der FC Carl Zeiss von links nach rechts spielen lässt das hier ganz gemütlich angehen. Union wartet hinter der Mittellinie in Lauerstellung. Das war ein Fehlpass von Rupf. Egelseder nimmt da Rasek mit und der probiert es allein. Kotschor, jener Schlussmann, muss da schon mal zupacken in der Anfangsphase. Unionskonterrezept war unübersehbar. Jena also brauchte gut 10 Minuten, um mal was Sehenswertes hinzubekommen. Jovanovic mit dem Versuch und Kroll hält den Ball im Spiel. Der Anhang von Carl Zeiss in bester Stimme. Jena störte früh, da ist angesprochener Wolfram als Sechser unterwegs mit dem schnellen Abspiel auf Eckart. Und dieser versucht es mit einem schnellen Abschluss, allerdings noch ohne echte Torgefahr. Die Gastgeber beißen sich auf Unions rechter Seite fest. Hätte ich. Hat da Glück gegen 4 Unioner. Und dann kommt Eckart ins Spiel. Und tolle Parade von Kroll, dem Unioner Keeper. Entscheidend war der sauber geführte Zweikampf von Hettich gegen Hennig, der Eckarts Schuss erst möglich machte. Der anschließende Eckball. Jovanovic verpasst da. Wirklich nur knapp. Weiter 0:0. Die Wuhlheider stehen bisher gut in der Defensive und nach vorn ist alles relativ zaghaft. Wenn Jena defensiv schludert, haben oftmals die Jona eine Chance, aber sie haben es gleich repariert. Dann war Pause und irgendwie hatte man das Gefühl, dass den Damen das richtige Frauentagsgeschenk noch vorenthalten wurde. Zweite Halbzeit, Freistoß hätte ich. Und wieder Jovanovic, der braucht hier Schuhgröße 46. Das kann er gar nicht fassen, dass er hier Jenas Führung verpasst. Jaspers Unioner geraten aber zunehmend unter Druck. Noch aber halten die Berliner die Null. Und auch beim Schuss von Wolfram hat Kroll kein Problem. Doch dann sieht man es ihm förmlich an. Wohin mit dem Ball? Kroll versucht es mit einem Abwurf auf Wiebach und der geht prompt nach hinten los. Egelseder verliert den Ball an Jovanovic und der mit dem 1:0. 48. Spielminute, die erlösende Führung für Carl Zeiss ist gefallen. Jovanovic, das Schlitzohr, macht Jenas Anhang froh. 5000 Zuschauer freuen sich über den 14. Saisontreffer von Velimir Jovanovic. Ganz clever. Jena greift weiter früh an, gewinnt die zweiten Bälle und auch die Duelle im Mittelfeld. Eckert, schöner Pass in die Tiefe und da ist Schmidt, 2:0. Nur 6 Minuten nach der Führung erzielt Dino Schmidt das 2:0 für den FC Carl Zeiss. Sein zweiter Saisontreffer, aber die Vorarbeit, die war perfekt von Eckert. Und weiter geht's mit den Weißen. Nur im Vorwärtsgang der FC Carl Zeiss Jena. Hettich lässt Stuff alt aussehen, schiebt den Ball Kroll durch die Beine. Es steht 3:0. Knappe Stunde gespielt. Hettich mit seinem 5. Saisontor. Schaut noch mal in die Mitte, aber da ist keiner. Und dann Kroll durch die Beine. In Jena ist man zufrieden. Rhythmisches Klatschen.
und Union mit Stockfehlern. Eckhardt mit der Chance zum 4:0, aber Kroll kann diesen scharfen Schuss von Eckhardt noch parieren. Union verliert vor allem die Duelle im Mittelfeld. Jena jetzt total präsent. Eckhardt mit dem Pass auf Hettich. Jena auf dem Weg zum 4:0. Stuff rettet für Union. Aber was Ulucel vor allem in der zweiten Halbzeit zeigte, das war sehenswert. Aber noch war hier nicht Schluss. Die Unioner, sie geben sich nicht auf. Probieren zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Tuncay Uçan, mittlerweile eingewechselt. Ihr bester Torschütze, der bringt in Jenas Abwehr noch einiges durcheinander. Und Kotschor muss da tatsächlich noch mal eingreifen. Es war der letzte Versuch der Berliner, hier noch einen Ehrentreffer zu erzielen. Am Ende bleibt es beim klaren 3:0 für Carl Zeiss Jena. André Berthold hat einen zufriedenen Trainer getroffen. Herr Ulucz, was haben Sie denn Ihrer Mannschaft in der Halbzeit gesagt? Die kam ja wie verwandelt aus der Kabine. Ja, natürlich die nötige Ruhe. Ich bin der Meinung, dass wir es auch in den ersten 20 Minuten in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht haben. Bloß da nicht das entscheidende Tor gemacht. Und die zweite Halbzeit war gerade auch wieder die Anfangsphase natürlich fantastisch. Und wenn die Tore dann zum richtigen Augenblick kommen, dann haben die Jungs ihn nachher auch in einen kleinen Rausch gespielt. Wo kann denn die Reise mit Jena hingehen in den nächsten Jahren oder vielleicht auch diese Saison schon? Ich hoffe nach oben. Das ist das klare Ziel. Oder besser gesagt, von Sieg zu Sieg erstmal denken und dann vielleicht auch noch höhere Ziele anstreben. Das wären? Erstmal dritte Liga und dann mal schauen. Heute waren viele Frauen im Stadion, die kostenlos reingekommen sind. War das heute Werbung, dass sie vielleicht zum nächsten Heimspiel alle wiederkommen? Ja, ich denke, wir legen die Messlatte hier zu Hause schon sehr hoch. Ne? Gegen Hertha 4-1, heute 3-0, fast 5000 Zuschauer. Das ist ja fantastisch, viele Frauen. Und diese positive Stimmung gerade im Stadion ist für uns natürlich sehr, sehr erfreulich. Und wir wollen immer in jedem Heimspiel natürlich eine perfekte Leistung abgeben und wollen immer die Zuschauer auch dazu bringen, dass sie uns sehr gerne besuchen. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu erahnen, dass zumindest diese drei Damen wiederkommen werden zum nächsten Heimspiel. Jena bleibt dran an der Spitzengruppe mit dem 3:0 gegen Union Berlin 2. Na klar, freut das auch die Frauen. Aber Tore, Tore, Tore und nur noch an den Aufstieg.